Einen wunderschönen herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ja, wir sind hier beim letzten Mal stehen geblieben. Das war letztes Mal auch eine Session. Ich musste noch mal ein kleines Stückchen wieder bis hierher laufen. Ist ja nicht viel passiert zum Glück, weil es hier kein Speicherpunkt ist. Aber ist egal, wir sind jetzt hier kurz vor Monument Island. Und ich glaube, da müssen wir auch in die Richtung hin. Was hat... Schön. Also ich muss echt sagen, das sieht Sahne aus. Also was die Entwickler hier geleistet haben. Schick. So, was haben wir denn hier drüben? Kommen wir nicht rüber? Doch. Ein Fernrohr. Es quietscht aber ganz schön hier. Okay, hier können wir sehr viel hopsen. Ich bin gespannt. Und da kommen wir. Da unten können wir nicht hin, nehme ich mal stark an. Ist hier irgendwas? Nein, ne? Ist so viel Detail, dass man stellenweise denkt, ach hier, dass man stellenweise denkt, da geht es vielleicht weiter oder rein oder dass man irgendwas machen muss. So. Roadston. Reciprocating. Aha. Repeater. Ja, das ist doch die, die wir hier haben. Friend of the Indian Fighter. The Triple R. Okay. Da ist die Tür offen. Da drüben geht's weiter. Schauen wir mal hier unten rein. Hallo? Was ist das für ein Geräusch? Oh. Hört sich an wie... Wie heißt es? Didgeridoo? So ungefähr hört sich das an. Wow. Hallo? Oh. Seine Augen waren größer. Er schielt. Ich? Okay, Miss, erinnern Sie sich an die Haarfarbe? Es war rot und lockig. Er sah aus wie ein Ire, fand ich. Okay. Genau so. Okay, und wie war er so? Oh, er war ganz sicher ein Anarchist. Die erkennt man überall, wissen Sie? Ja, ich weiß. Das ist sehr ähnlich. Mhm. Die reden aber nicht von mir, oder? Kann man hier rein? Nee, ich dachte schon. Okay, dann ist da die Polizei, also vorsichtig. Psst. Leise, leise, leise. Da ist ein Voxophon. Nee, doch kein Voxophon. Das knattert in der Geldbörse hier. Oh. Hört ihr das? Nein! Nicht das Steam Overlay. Komm, Entschuldigung. So. Alles in Ordnung, alles schick. Gucken wir mal. Hier ist nichts weiter, ne? Gehe zur Gondelstation. Hier geht's noch nicht raus. Wer ist er denn hier? Alles okay. Kannst aufstehen. Hier geht's auch nicht raus. Dann ist das halt hier nur mal so nebenbei zum Gucken. Ob keiner guckt. So, wir gehen weiter. Da kommen wir
Und da gehen wir. Haben wir irgendwo Leutchens 9? Aber da haben wir. Was? Was? Na, anders rumdrehen, komm. Okay. Da ist nichts drin. Vor allem, das ist alles so überdimensioniert und imposant, ja. Was hier zusammengebaut wurde. Munition. Kann man immer gebrauchen, Munition. Hier ist nichts weiter. So. Ja. Monument Island Eingang. Oh. Ich hab mich gerade erschrocken. ein Minikino. Unheimliche Gebilde in Columbia. Das haben wir schon gesehen. Columbia staunt und erschreckt über seltsame Erscheinungen. Oh mein Gott, was ist das? Was sind das für Phänomene, die erscheinen und dann wieder verschwinden? Columbias größte Denkerin schweigt dazu. Ende. Der Wissensgehalt ist Wahnsinn, den man dadurch erlangt. So, wir haben hier einmal den Dollarbill. Verkaufsautomaten in Columbia verkaufen zahlreiche Arten nützlicher Güter. Und hier ist ein Veni Vidi Vigor, ein Vigor-Apparat. Krähenfalle-Hilfe bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Aber dafür reicht unsere kleine minimalistische Kohle nicht. Okay, das ist also Upgrade unserer Kräfte. Die wir hier haben. Moment mal. So, wir nehmen mal die Creme. Okay. Und was haben wir hier? Lalalalalalala. Munition, da sind wir eigentlich recht gut dabei. Ach komm, die 7 Schuss. Die 7 Schuss sind egal. So. Hier geht ein Weg. Ich glaube, das ist alles der gleiche Weg, ne? So, und sonst so? Wir gucken mal, was passiert. Schon erledigt? Was? Leidenschaftlich vergolden, eine Errungenschaft, super. Na. Na, wer ist hier noch? Uiuiuiui. Und? Ja, ich dachte, das war der grüne Abschluss, aber nein. Ja, ich auch. Gut, dann können wir mal jetzt hier fröhlich, locker, flockig einsammeln gehen. Was
wahrscheinlich auch die falschen Sachen einsammeln, weil wir nicht aufpassen. Weil es gibt ja auch Sachen, die negativ auf die Gesundheit schlagen, wenn man sie einsammelt. So wie Zigaretten, die sind aber dann positiv für Salz. So eine Kleinigkeiten. Irgendwie bleibe ich hier öfter hängen, habe ich das Gefühl. Ich weiß aber noch nicht warum. Wir sind geschlossen. Ui, was ist denn da hinten los? Müssen wir da überhaupt lang? Nö. Ah, dann gehen wir da gucken. Oh. Welche Nummer sind wir? Ach, guck an. So. Eine Banane. Hier zum Beispiel hier bei den Zigaretten. Da sieht man da unten, wenn man die nimmt, dann ist das negativ für die Gesundheit, aber positiv fürs Salz. Da war aber... Machen wir so und dann können wir nämlich jetzt hier... Und das ist zum Beispiel gut, wenn man Whisky trinkt, das ist gut für die Gesundheit, das wissen wir alle. Ist aber schlecht für den Salz. Das ist, ja, okay. Da nix. Wo ist die Uhr? Ach, da hinten. Die zeigt aber nicht die korrekte Zeit an. Zu. Halt, Schreibtisch. Oh, hier ist Geld. Und hier ist auch nochmal. Ja, ich komme gleich. Zigaretten. Was zu trinken. Oh, hier. Bohnen und Ananas. Immer, immer rein. Hier liegt Geld einfach mal auf dem Boden. Munition. Oh. Ha, hier hat er ein Sandwich versteckt. Ja, kann man machen. Kann man machen. Hier liegt ein Hotdog drin. Wo die Leute alles ihr Essen bunkern, ja, ist ja schlimm. So, hoch. Alter Seemann, lass die Kraft namens Sog den verhaften. Ride the gondola. Too closed. Da ist ein Schiff. Könnten wir... Aha. Wo geht das lang? Was quietscht hier? Hier ist auch... Verzeihung, Sie haben keinen Zutritt zu Mortimer Island. Sie müssen gehen. Personal erreicht die Insel über die Skyline. Die Skylines, okay. Huh? Aha. Diese Dinger, mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen. Wie geht das hier? Boah, da wird irgendwie schwindelig. Und dann haut es hier irgendwo ab und kommt da, oder? Diese Linie geht nach Monument Island. Mal probieren. Ja, gleich. Wir probieren es gleich. So. Kann man dich nicht umpolen? Das wäre ja was. Nein, kann man nicht. Geld. Hier liegt auch noch Geld. Und eine Cola. Jo. Aber er will uns nicht mitfahren lassen. Jetzt komme ich an die Skyline. Ja. Wir können auch in die Richtung, aber das wird uns nicht... Oder? Bringt uns das was? Nee. Bringt uns nichts. Die Cops kamen mit ihren Haken auf den Skylines an. Probieren kann man's. Okay, C zum Umdrehen. Geht es dann auch mit... Boah. Geil. Oh oh. Haltet sie auf! Es gibt eine Gefahr. Was? Eine Bedrohung. Wo? Der falsche Hirte. Er ist in Columbia. Voller Hass, Habgier und Adlin. Ich? Er sucht das Land und eilt zu seinem Turm. In diesem Moment. Er führt Böses im Schilde. Verratet doch nicht meinen Plan. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Guckt euch das mal an. Das Ding ist hier freischwebend, ne? Wenn hier also irgendwie mal was um einen Meter mal daneben geht, das wäre ja richtig fatal, oder? Also Hut ab. Ah, das sieht genial aus. Hut ab. So.
Was haben wir hier? Hier hat jemand ganz viele Getränke. Aber ganz, ganz viele. Was nehmen wir denn? Salz? Salz erhöhen. Diesmal erhöhen wir Salz. Genau. Genau das, was wir jetzt brauchen. Richtig. Du sprichst mir aus der Seele. Nee, da lang. Und. Wow. Und? Oh oh. Na? Bamba. Guck doch mal, der ist hier richtig ausgelaufen. So, was haben wir hier? Ein Voxophon. Und der Herr sah, dass die Schlechtigkeit des Menschen groß war. Ja. Da reute ihn, dass er gemacht hatte den Menschen auf Erden. Regen. 40 Tage und 40 Nächte lang. Und er tilgte alles Leben vom Erdboden. Seht ihr, meine Freunde, selbst Gott hat das Recht auf einen zweiten Versuch. Und was ist Columbia anderes als eine zweite Arche für einen zweiten Anlauf? Ach so. Ach, dann sind wir ja Gott, also er, der Comstock. Ist ja krass. So. Hier sieht man das übrigens, was ich meine. Das ist ja alles freischwebend, ja? Guck mal. Seht ihr das? Also das muss ja wirklich haargenau... Also da darf nicht viel passieren. So, aber das steht im Weg. Und hinterher. Schaffen wir das? Boah. Boah. Wer ist runter? Wir sollten ein paar Türen eintreten. Oh. Ich striche keine Türen ein. Haben wir aber Glück gehabt. Oh, wer bist du denn? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. Und heute wird er gewalttätig. Ausgerechnet heute. Wer? Weißt du was? Am besten nehmen wir alle hoch, die gut über die Fox reden. Bei Anarchisten ist ein Wort genauso schlimm wie die Tat. Hab ich mir auch schon überlegt. Meinst du, der Prophet lässt das durchgehen? Ich sag dir, bald schon fließt in Finken Blut. Bestimmt. Geschieht ihnen recht, Anarchisten, Unionisten, Frauenhasser. Man lässt sie in die Stadt und das ist der Dank. Frauenhasser? So, wir werden mal was probieren. Ach, wir können keine Kräfte hier oben benutzen. Das ist ja weniger schön. Kann ich das von hier? Was? Schießt das jetzt aus allen Ecken hier? Ey, ey, ey. Und? Oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher rauf käme, käme ich wohl ran. Also dieser Vigor hier ist natürlich ein bisschen böse, dass sie sich selbst richten danach. Aber nur gut. Da ist abgeschlossen. Gibt es hier noch irgendwas, was wir einsammeln können? Munition. Okay. Da haben wir noch ein bisschen Salz, das ist gut. Munition. Und... Hier ist auch zu, aber wir kommen von hier weiter, ne? So. Wir könnten da rein. Wir könnten jetzt da weiter, weil da wohnen wir... Nee, wurden wir nicht aufgehalten, ne? Doch, wurden wir aufgehalten. Wir kamen ja hier hoch. Da hinten ist aber auch eine Skyline.
Warte mal kurz. Da kommen wir aber nicht ran, so ohne weiteres, ne? Nee, das ist zu weit weg. Schade. Was? So, wo müssen wir denn jetzt eigentlich lang? Ich gehe erstmal hier rauf. Er sagt hier rein, aber ich könnte doch jetzt da... Nix. Ach, guck mal. 60% Chance auf kritische Nahkampftreffer gegen taumelnde Gegner. Das nehmen wir erstmal nur mit. Nehmen wir erstmal nur mit. Und? Na, 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 na. Bei uns stellt man sich gegenseitig erstmal vor, bevor man sich gegenseitig die Rübe einschlägt. Okay, also wir hätten rein theoretisch aber da... Ja, okay. Na dann, auf geht's. Boah. Da geht's lang. Ach, jetzt kommen wir die andere Ecke lang. Da. Haha. Guckt mal. Oh, oh. Da ist Action angesagt, da unten. Trete zurück! Trete zurück! Der du den Delaware überquertest mit Flammen und Schwert auf Engelsflügeln. Behüte mich. Vater Washington, erhöre mich. Was ist denn hier los? Warum machen die gerade eine Andacht? Okay. So, dann gucken wir mal. War zu einfach. Und nichts zum Einsammeln. Wir sind von hier angekommen, ne? Wir müssten da hinten irgendwie weiter. Oh. Hallo? Unser Prophet. Ich muss rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Dann drück doch schnell den Hebel. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Ja. Und natürlich... Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Okay. Und so sind sie zufrieden. Was führt sie nach Columbia, Booker? Bringen sie uns die Kleine und tilgen sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Oh. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Bleiben die jetzt hier stehen? Geh zurück! Oh! Ey! Come on!
Was ist denn hier los? Ey. Wo kommt der denn her? Oh, das Salz. Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Warum dreht der sich? Was ist hier gerade kaputt? Wir drehen uns im Kreis, hä? Ach du Scheiße. Hauptsache, das Ding stürzt nicht ab. Hallo? Such die Steuerung. Oh. Lady Comstock, wer bist du? Keine Sorge, ich tue dir schon nichts. Wer bist du? Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Oh. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. What the fuck? Schnell weg. Boah. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Ich komme nicht mehr zurück. Nee. Ich hätte mir das so gerne angeguckt. Nee. Schade. Also nicht, dass ich jetzt sensationsgierig gewesen wäre, aber ich hätte schon gern gesehen, wie das abstürzt. Wow. Ist hier drüben noch irgendwas? Hier hätte ich gerne, auch in die Richtung wäre ich nochmal gefahren. Was quietscht denn hier die ganze Zeit immer? Brauchen wir nicht. Hab eh aufgehört mit Rauchen. So, das ist zum Auffüllen. Vigor, ich glaube... Wir können aber immer noch nichts kaufen. Nun gut. Bevor wir jetzt hier an der Stelle durch diese güldene Tür wandern, mache ich hier einen kleinen Break. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, genau. Genau. Und ihr kommt hoffentlich auch wieder, wenn euch das gefallen hat. Dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat oder was ich übersehen habe oder wie auch immer. Und... Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst doch einfach ein Abo da. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Firefox.